herzlich willkommen zum internationalen Frühshoppen. Viele von uns überlegen ja gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, wie kann man Menschen in Not helfen? Und in vielen Teilen der Welt ist die Not sehr viel größer geworden. Die Zahl der Flüchtenden steigt enorm und in diesem Jahr werden mehr Menschen nach Deutschland kommen als im Jahr 2015. Diese Bilder beschreiben die pure Verzweiflung. Drei afrikanische Flüchtlinge haben 11 Tage auf dem Ruder eines Öltankers ausgeharrt, um nach Europa zu kommen. Vergangene Woche kamen sie in Gran Canaria an. Über die Balkanroute oder das Mittelmeer kommen wieder viel mehr Menschen nach Europa als im vergangenen Jahr. Wie soll Europa damit umgehen? Der Streit um die Verteilung von Flüchtlingen droht Europa erneut zu spalten. Dabei stehen wir vor einer riesigen Herausforderung. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind fast 5 Millionen Menschen nach Europa gekommen. Meine Freundin hat geschrieben, Marina, ich möchte noch ein bisschen wohnen, leben. Nun kommt der Winter. Die Zahl der Flüchtlinge dürfte weiter steigen. Doch schon jetzt sind viele Unterkünfte ausgelastet. Gleichzeitig kritisieren Menschenrechtsorganisationen, dass Geflüchtete aus der Ukraine in der EU gegenüber anderen Nationalitäten vorgezogen werden. Flucht aus der Ukraine und übers Mittelmeer. Wie soll Europa helfen? Das ist unser Thema heute und das sind meine Gäste hier bei uns im Studio. Bei uns ist Tanit Koch, sie ist RTL und Bild-Chefredakteurin gewesen und jetzt beim New European. Und bei uns ist Oleksandra Binat, sie ist ukrainische Publizistin. Und ich begrüße Malcolm Ohanwe. Er ist freier Journalist und hat unter anderem als Reporter auch aus Afrika und dem Nahen Osten berichtet. Und bei uns am Tisch ist auch Thomas Gutschka. Er ist der Brüssel-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herzlich willkommen. Herr Gutschka, Manfred Weber, der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, hat ja jetzt in einem Interview gesagt, er befürchte einen dramatischen Fluchtwinter und Deutschland schlafwandle in eine neue Migrationskrise hinein. Teilen Sie die Analyse? Also auf jeden Fall die Analyse, dass noch sehr viel mehr Menschen kommen können. Das muss man realistisch sehen. In der Ukraine sind 40% der Energieversorgung nicht mehr intakt und fast jedes Elektrizitätswerk ist beschädigt worden. Wenn Russland diese Politik fortsetzt, wir müssen natürlich immer hoffen, dass sie das nicht tun, aber realistischerweise erwarten, dass es so ist, dann wird man die Leute vor eine Entscheidung stellen, die sehr, sehr hart ist. Entweder sie sitzen in ihren Wohnungen und riskieren, dass sie erfrieren, oder sie kommen zu uns. Frau Binat, mehr als 4 Millionen Menschen sind schon vor Putins Angriffskrieg in die EU geflohen. In Deutschland sind rund 1 Million Geflüchtete aus der Ukraine registriert. Wie gucken Sie jetzt auf die kommenden Wochen, gerade jetzt, wo die Temperaturen natürlich auch noch mal ganz andere sind? Ja, wir gucken, denke ich, alle auf die kommenden Wochen mit Angst, ob unsere Familien, ob unsere Freunde, Freundinnen in der Ukraine diesen Winter ja gut meistern, überleben können. Immer wenn wir jetzt nach Hause anrufen oder auch einfach fragen, was denn gebraucht wird, sind natürlich vor allem Generatoren gebraucht. Und jetzt sind wir alle Experten in Generatoren geworden. Herr Gutschka hat es ja schon sehr gut gesagt, 40% der Elektrizitätswerke sind zerstört. Es werden auch weitere Angriffe kommen und man muss aber auch sagen, dies geschieht und so viele Menschen kommen jetzt zu uns auch, weil die Politik seit dem Kriegsanfang, seit 2014 so schlecht reagiert hat. So schlecht reagiert? Was meinen Sie genau? Naja, das heißt, als Russland den Krieg in der Ukraine 2014 angefangen hat, hat man nicht so richtig politisch reagiert. Man hat auf die Annexion der Krim nicht reagiert. Man hat so mit weichen Sanktionen reagiert. Aber Siemens hat weiterhin auf der Krim Turbinen gebaut und es wurde weiterhin Politik betrieben. Nord Stream 1 und 2 wurden nicht abgestellt. Und jetzt haben wir die Folgen dieser Politik und die Politik muss sich damit auseinandersetzen. Nicht nur, weil Deutschland auch die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben hat, sondern auch, weil Deutschland bestimmte Verantwortung gegenüber der Ukraine trägt. Diese Verantwortung, Frau Koch, das ist ja auch etwas, wo die EU sehr schnell jetzt gesagt hat, man muss das Ganze einheitlicher und unbürokratischer regeln. Erstmal die Massenzustromrichtlinie aktiviert hat. Das heißt, es gibt sofortigen Zugang zu einer Reihe von Sozialleistungen und Freizügigkeit innerhalb der EU für die Ukrainer. Finden Sie, dass Deutschland und Europa genug tun in dieser Sache? Schwierige Frage. Man kann natürlich immer mehr tun. Die Frage ist dann aber,
wie sich das auf die Akzeptanz in der Bevölkerung auswirkt, die in ganz Europa natürlich auch mit steigenden Energiepreisen konfrontiert ist, mit Inflation konfrontiert ist, teilweise mit hoher Arbeitslosigkeit. Ich glaube, es wurde eben im Trailer angesprochen, dass ein Teil der angeblichen Ungleichbehandlung ja auch damit zu tun hat, dass die Erwartungshaltung ist, dass Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, dorthin auch wieder zurückkehren werden. Weil im Übrigen häufig die Ehemänner oder Väter dort noch leben. Und wir sehen ja auch damals in den 90er Jahren im Jugoslawienkrieg, dass ich glaube, über 80% der bosnischen Flüchtlinge zum Beispiel in den Jahren danach wieder nach Bosnien zurückgekehrt sind. Und das erklärt vielleicht, warum es da eine andere Behandlung gibt. Abgesehen davon, dass ich Frau Bienert vollumfänglich zustimme bei dem, was sie gerade gesagt hat, ist es, glaube ich, aber auch sinnvoll, noch einmal zu erwähnen, was für eine wahnsinnige Energieleistung gerade sowohl von den Geflüchteten, die es schaffen, in einem anderen Land Fuß zu fassen, die zum Beispiel in Polen, wo, glaube ich, fast doppelt so viele Ukrainer mittlerweile leben als in Deutschland, und Polen ist ein kleineres Land, wie es gelingt, da digital den Schulunterricht seitens der Ukraine für Kinder aufrechtzuerhalten, und auf der anderen Seite, wie sowohl die Verwaltung in unseren Nachbarstaaten, aber auch in Deutschland unter erschwerten Bedingungen diesen Zustrom, der unerwartet kam, auch unter erschwerten Bedingungen zwar, aber doch irgendwie zu handeln weiß. Das ist gerade eine erhebliche Arbeitsleistung, die da erbracht wird von ganz, ganz vielen Seiten. Jetzt ist es ja so, dass Deutschland rund 1 Million Ukrainer, also die sind schon jetzt registriert, aufgenommen hat. Frankreich beispielsweise sehr viel weniger. Ist das aus Ihrer Sicht ein Thema, dass man gucken muss, dass man auch hier zu einer anderen Verteilung kommt? Also ich glaube, das kann man wahrscheinlich so beantworten. Das ist ja welche Kapazitäten hat welcher Staat innerhalb der EU, welche Menschen aufzunehmen, dann geht es auch darum, wie kannst du Mehrheiten oder eine Zustimmung innerhalb der Bevölkerung bekommen, um diese Politik dann umzusetzen. Das heißt, eine Politikerin und Politiker kann ja den Willen haben, aber sie kann auch nicht die Mehrheiten dafür bekommen. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, inwiefern pauschal man da eine Aussage treffen kann, welches Land wie viele Menschen aufzunehmen hat. Es ist eine gemeinsame Anstrengung. Aber es bringt auch nichts, wenn ein Staat dazu gar nicht fähig ist, mehr Menschen aufzunehmen, als der Staat es kann. Ich glaube, man muss auch sagen, die Besonderheit, die man jetzt den Ukrainern hat angedeihen lassen, ist, dass sie selbst auswählen dürfen, wo sie hingehen. Ja, es gibt also, findet keine Verteilung statt, sondern die Leute können dorthin gehen, wo sie ja in der Regel auch schon Verwandte haben. Deswegen hat Polen 1,5 Millionen Ukrainer aufgenommen, eine ungeheuer große Zahl. Aber das lag natürlich daran, dass es vorher schon und im Übrigen auch nach 2014 sehr viele Ukrainer gab, die nach Polen gegangen sind als Arbeitskräfte. Und erstaunlicherweise ist es ja auch so, dass ganz viele von denen, die jetzt kommen, sehr schnell Arbeit finden, weil sie auf den Arbeitsmärkten auch benötigt werden. Aber glauben Sie, also wenn es dazu kommen wird, dass es noch dramatischer wird, dass noch viel mehr Menschen kommen werden, glauben Sie, das geht dann genauso auf, dass Polen auch in der Lage sein wird, das weiter so zu stemmen? Ja, das muss man Polen fragen. Ne? Ich kann nur aus unserer ukrainischer Sicht sagen, das ist jetzt nicht heute das Thema der Sendung, aber wir brauchen so viel wie möglich Abwehrsysteme und Waffen, damit der Krieg so schnell wie möglich vorbeigeht. Das ist unsere Sicht auf die Situation. Und zweitens, da wollte ich noch den Gedanken weiterspannen. In der Tat sind jetzt ja sehr viele Geflüchtete aus der Ukraine bei der Bundesagentur für Arbeit auch registriert. Also ich glaube über 600.000, 200.000 davon sind Kinder. Also wir haben 400.000 Menschen, davon haben 50.000 einen sozialverpflichtigen Job. Aber mehr als die Hälfte davon sind eigentlich überqualifiziert. Also sind immer wieder, ich bekomme auch immer wieder Anfragen, könntest du bitte diese Anzeige auf Ukrainisch übersetzen? Und dann, wenn ich das übersetze, dann steht da, ja, wir suchen eine Putzkraft. Und ich verstehe das alles, natürlich, wir brauchen auch Putzkräfte, aber ich möchte noch mal betonen, Menschen, die zu uns kamen, sind Ärzte, sind Intellektuelle. Ich habe hier Verlagsleiterinnen für feministische Verlage kennengelernt. Es sind LGBT-Aktivisten, die auch unsere Öffnung auch vielleicht in Deutschland und unsere Diversität auch bereichern können und auf jeden Fall das auch tun. Sprechen wir nachher noch drüber, dass ja auch genau die Fachkräfte dringend benötigt werden, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern.
Herr Ohrenwein, wenn wir noch mal darauf blicken, dass ja auch nach Frontex-Angaben jetzt 280.000 Menschen illegal über die südlichen EU-Außengrenzen gekommen sind. Das sind 73% mehr als im Vorjahr, viele davon über die Westbalkanroute, aber auch nach wie vor natürlich übers Mittelmeer. Warum ist da jetzt mehr Flüchtende, die sich auf den Weg machen aus Ihrer Sicht? Naja, weil man sich nicht nachhaltig und aufrichtig mit den Fluchtursachen auseinandersetzt. Also zu glauben, man kann irgendwie nur die Grenzen brutaler schließen oder gegen Schmuggler vorgehen, ändert nicht das Kernproblem. Und das ist also neben der konventionellen flüchtlingsdefinitorischen Gründen, also politische Verfolgung oder rassistische Verfolgung oder Homophobie, es ist halt auch einfach Armut. Die Leute fliehen vor Armut, vor menschenunwürdigen Lebensbedingungen. Und dazu gehört eine Klimakatastrophe, die eventuell bevorsteht. Das hat jetzt schon enorme Folgen für viele Menschen, überproportional auf dem afrikanischen Kontinent, obwohl sie, wenn man sich die Zahlen anguckt, marginal im Vergleich zu anderen Regionen zu dem Klimawandel beitragen. Und das heißt, man muss sich mit den Fluchtursachen auseinandersetzen. Man muss sich damit auseinandersetzen, dass zum Beispiel die Agrarsubvention hier in der EU dazu führt, dass wir überproduzieren. Also Landwirte produzieren viel zu viel Milch. Dann wird es in Westafrika verkauft und die Menschen dort können ihre Milch nicht verkaufen. Und genauso ist es mit den Tomaten. Und es gibt immer wieder Berichte darüber. Und wir sehen das irgendwo in der Taz oder in der Deutschen Welle. Und dann sieht man das. Aber es ändert sich nichts. Aber es wird keine großen Veränderungen geben. Es wird nicht weniger Menschen geben, wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, welchen Teil die EU dazu beiträgt, dass die Menschen dort weiter verarmen. Und das sind die Ausbeutungsverhältnisse, die noch heute herrschen. Das, was Sie jetzt beschrieben haben, und ich will dem gar nicht widersprechen, das sind die sogenannten Push-Faktoren. Es gibt natürlich auch die Pull-Faktoren, also Faktoren, die dazu führen, dass wir attraktiv werden als Fluchtziele oder als Reiseziele, denn ganz viele, die kommen, das muss man auch ehrlich sagen, haben ja gar keine Chance, Asyl zu bekommen oder anerkannt zu werden, 2/3 mindestens. Und diese Pull-Faktoren, das sind die Faktoren, wo wir politisch, glaube ich, zuerst ansetzen müssen. Also ein ganz wesentlicher Pull-Faktor auf der Westbalkanroute ist, dass sich das Drehkreuz Flughafen Belgrad zu einer Einwanderungsdrehscheibe entwickelt hat. Aus Indien, Bangladesch und Burundi kommen Zehntausende Menschen nach Europa, denen das möglich ist, weil Serbien ihnen die visafreie Einreise erlaubt, währenddessen sie in Europa selbst diese Einreise ihnen nicht gestattet ist. Da müssen sie ein Visum beantragen. Und dann gibt es Schmugglernetzwerke, die sehr, sehr viel Geld damit verdienen, diese Menschen in die EU zu bringen, insbesondere über diese sogenannte Westbalkanroute. Und das ist natürlich etwas, was politisch überhaupt nicht geht. Denn Serbien ist ein Land, das Mitglied der Europäischen Union werden will, Beitrittskandidat. Und das können wir nicht akzeptieren, dass hier eine Politik gemacht wird, die der Europäischen entgegengesetzt ist. Genau, darum geht es ja jetzt auch, ne? Dass Serbien genau diese Regelung wohl ändern wird. Einfach genau aus den genannten Gründen. Ist es so, dass vielleicht Europa manchmal nur von Krise zu Krise agiert? Das ist zumindest das, was Frau Schinas, die Vizepräsidentin der EU-Kommission, kürzlich gesagt hat, die darauf drängt, dass der EU-Migrationspakt nun endlich beschlossen wird. Also mehr Außengrenzschutz, eine schnellere Abschiebung, eine solidarische Verteilung der Flüchtlinge. Muss da jetzt wirklich einfach mehr passieren oder ist das nicht? Das sind Sie auch eher, wie Herr Ohrenwein, bei den Ursachen? Ich glaube, wir erinnern alle noch die Flüchtlingskrise 2015, 2016, die, wenn man sich die Genese einmal anschaut, ja unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass damals das World Food Program wenige Millionen Dollar zu wenig hatte, um Menschen vor Ort oder in der Nähe der Konfliktherde, vor denen sie geflüchtet sind, zu versorgen. Das heißt, manchmal ist es eine verhältnismäßig kleine Ursache, die dann zu einer enormen Wirkung führt. Und ich hoffe nur, dass die Politik und auch die internationalen Organisationen daraus gelernt haben. Ich glaube, dass das Thema Zölle, ja, eine Wirtschaftspolitik, die sicherlich nicht dazu führt, dass auf dem afrikanischen Kontinent die wirtschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten bestehen, die möglicherweise bestehen könnten, wenn die Europäische Union hier etwas offener agieren würde, beziehungsweise die weniger egoistisch und nationalistisch in Bezug auf die eigene Wirtschaft. Aber
was mich irritiert, wenn Sie den Migrationspakt erwähnen, ist de facto die Unehrlichkeit, die dahinter steckt. Wir haben einmal den Wunsch, dass es eine solidarische Verteilung gibt, eine möglicherweise sogar auf EU-Ebene verlagerte Asylkompetenz. Und auf der anderen Seite die Wirklichkeit, dass das einfach nicht passieren wird. Und wir reden ja nicht erst seit 2015, sondern ich glaube schon seit 2005 über gesamteuropäische Lösungen für die Migrationsfrage und Einwanderung, Asyl etc. Und müssen einfach feststellen, dass es ein derart hoheitlicher nationaler Bereich ist, dass nicht nur Staaten wie Ungarn nicht bereit sind, diese Kompetenzen nach Brüssel zu verlagern, sondern auch Länder wie Frankreich, auch, glaube ich, Deutschland im Endeffekt, weil man nicht möchte, dass eine radikale Rechte oder teilweise auch populistische Linke das ausnutzt, um zu sagen, so, wir können nicht mehr entscheiden, wer hier bei uns im Land lebt oder ins Land kommt. Das macht jetzt Brüssel und dadurch Wählerstimmen generiert. Und das heißt, das Bemühen um eine solidarische Verteilung ist aus Ihrer Sicht eine Illusion? Ich glaube, es ist eine Illusion und ich würde mir wünschen, dass man sich deshalb pragmatisch in Brüssel darauf konzentriert, was denn gemeinschaftlich geregelt werden könnte. Das ist zum Beispiel Abkommen wie mit Serbien, wie mit den Maghreb-Staaten über eine entweder erleichterte Rückführung oder einen besseren Grenzschutz. Und auf der anderen Seite Prioritäten da setzt, zu gucken, dass die Menschen, die sich jetzt um Asyl- und Verteilungspakte kümmern, die de facto niemals umgesetzt werden. Selbst wenn sie mit einer qualifizierten Mehrheit beschlossen werden würden, würden sie von Staaten wie zum Beispiel Ungarn nicht umgesetzt. Und dass die Mittel, die Energie, das Personal, was da reingesteckt wird und auch schon seit fast Jahrzehnten reingesteckt wird, sich verlagert auf die Überlegung, wie bekämpfen wir noch wirksamer als bislang die Fluchtursachen. Ja. Nur ist das. Danke, ist das ausgelöst. Ja. Ich will die Schwierigkeiten überhaupt nicht kleinreden, die es gibt, insbesondere wenn es um Solidarität geht. Und trotzdem muss man sagen, der große Deal in Europa muss immer einer sein zwischen den Ländern, wo die Migranten ankommen, und denen, wo sie im Moment hingehen, also die wie Deutschland und Frankreich von Sekundärmigration betroffen sind. Und ein Deal heißt, dass jeder etwas gibt. Ja, im Moment ist es, funktioniert das ganze System nicht. Aber wenn wir wollen, dass an der Außengrenze schärfer kontrolliert wird, dass jeder registriert wird und insbesondere, das wäre eine große Neuerung, über die jetzt ja in Brüssel verhandelt wird, ein Screening stattfindet, bei dem jeder Ankömmling geprüft wird, welche Aussicht auf Asyl er oder sie hat. Und wenn diese Aussicht sehr gering ist, dann können die Leute früher abgeschoben werden. Dann nutzen einem diese Rückführungsabkommen in der Tat, wenn sie denn ausgehandelt werden. Und für alle anderen wird eine reguläre Prozedur eingeleitet. Nur die Staaten selbst fürchten natürlich, dann bleiben wir auf immer mehr Leuten sitzen. Denn solange es die Rückführungsabkommen nicht gibt, fühlen sich dann bei uns die Flüchtlingszentren. So, und deswegen kommt man am Ende, wenn man über diese Dinge nachdenkt und wenn man darüber verhandelt, auch wieder an den Punkt, wo es um Verteilung gehen muss. Denn sonst erleben wir Situationen oder Zustände, wie wir sie auf Lesbos erlebt haben in Griechenland. Und das möchte, glaube ich, niemand noch mal sehen. Ich glaube, diese Zustände sind so oder so unausweichlich. Und obwohl es diese Abkommen gibt und obwohl es diese Gesetze gibt, wird trotzdem Menschenrecht ständig verletzt. Wir hatten die Situation in Melilla, an der marokkanisch-spanischen Grenze, wo die spanische Regierung behauptet hat, auf spanischer Seite sei nichts passiert. Und vor 3 Tagen hat Spiegel jetzt ein Video veröffentlicht, wo eben sich herausgestellt hat, das war eine Lüge. Auf der spanischen Grenze sind Menschen gestorben. Sie wurden niedergeschlagen, sie wurden zurückgedrückt. Das heißt, wir können offiziell oder auf dem Papier diese Gesetze haben, aber wenn wir so eine Masse von Menschen haben, wenn wir Leute haben, die letzten Endes zum gewissen Teil Narrenfreiheit haben und trotzdem Menschen ertrinken lassen und trotzdem ihnen kein faires Asylverfahren geben, dann sind das alles meiner Ansicht nach kosmetische Veränderungen und wir gehen eigentlich von dem Kernproblem. In dem Trailer eingangs hieß es, dass da afrikanische Menschen zum Beispiel nach Gran Canaria gegangen sind. Es ist so, dass ganz in der westafrikanischen Küste die EU, aber auch andere Staaten, also China, die Fischerrechte den Menschen abgekauft haben. Und dann sind viele Leute, die dort von dem Fischfang abhängig waren, dann haben die ihr Boot, was machen sie? Tatsächlich gibt es einige Afrikaner, die dann versuchen, nach Europa zu kommen, weil was sollen sie sonst machen? Und wenn wir uns nicht genauer damit auseinandersetzen, haben wir ein massives Problem. Also der afrikanische Kontinent explodiert gerade in seiner Bevölkerung. Sie sind viel jünger vom Bevölkerungsdurchschnitt und es werden einfach immer mehr Menschen und solche Deals und ob da jetzt hier noch etwas passiert, das kann vielleicht ein bisschen oder hier und da kleine kosmetische Veränderungen bedeuten, aber wenn wir uns nicht mit den Grundfragen auseinandersetzen, dann werden wir Grundfragen, dann wird es einfach immer schlimmer.
Ich denke, ganz, ganz wichtig, und da würde ich auch meinen Kollegen zustimmen, wäre eine grundlegende Debatte über Kolonialismus und über die Zeit, also auch Zeitwende in den Fragen des Rassismus und der postkolonialen Gesellschaft oder Gesellschaften, wo wir uns befinden. Warum fliehen Menschen? Wer war dort als, sage ich mal, Imperium oder kolonialer Herr oder unterwegs? Also ich war gerade, wir wissen auch, Deutschland hatte auch Kolonien. Gut, wir sprechen mal nicht über Deutschland. Ich war gerade in Lissabon und war in dem einzigen Museum, wo über das koloniale Erbe ein bisschen gesprochen wird. Ich habe noch gefragt, haben Sie noch weitere Orte? Portugal hat genau einen Ort, wo über die gefallenen portugiesischen Soldaten, die im Kampf gegen Angola damals gestorben sind, also Angola hat für die Unabhängigkeit gekämpft, gefallen sind. Also, und das merke ich auch in Bezug auf die Ukraine. Es ist ein imperialer Krieg, welcher dort stattfindet. Und wir brauchen eine komplett neue Auseinandersetzung mit diesem postkolonialen System. Ich glaube halt auch, dass wenn man darüber mehr spricht, man auch mehr Verständnis und Empathie auch in der Bevölkerung entwickeln kann. Sie leben in Brüssel. Es gibt einen eigenen Wikipedia-Artikel über die ganzen Statuen von König Leopold. Aber Leopold hat in der Demokratischen Republik Kongo den Tod von über 10 Millionen Menschen verantwortet in den Kongo-Gräuel. Das ist eine absolute Schreckenstat. Es werden aber Statuen auch abgebaut schon mittlerweile. Ja, aber sie stehen immer noch da. Und die Statuen, ich finde es wichtig, aber ich würde gerne mal den Punkt von Frau Koch bleiben, der ja war, das ist eine Illusion zu glauben, dass wir wirklich eine solidarische Verteilung hinbekommen. Das war ja die These von Frau Koch, dass das illusorisch ist. Sie haben schon erwähnt, dass man daran aus Ihrer Sicht nicht vorbeikommt, gerade weil man bei der Rückführungsquote dasteht, wo man steht. Weil es ist ja tatsächlich so, dass die Menschen, die eigentlich ausreisepflichtig wären, nur zu einem ganz verschwindend geringen Teil ja tatsächlich es geschafft wird, das hinzubekommen, dass sie wieder in ihre Heimat zurückgeführt werden. Jetzt gibt es diesen Aktionsplan, der ja vorgelegt wurde, der tatsächlich genau das, also eine engere Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Durchreiseländern soll intensiviert werden. Ist das ein Aktionsplan, der Aktionsplan heißt, oder kommt wirklich Aktion? Also es heißt zunächst mal ein Aktionsplan für das Mittelmeer, wo wir in der Tat in diesem Jahr einen deutlichen Anstieg sehen. Vielleicht muss man noch mal einmal kurz sagen, dass er in den letzten zwei Jahren so gering war, lag an der Pandemie. Nicht? Wir hätten aus all den Gründen, die Sie auch geschildert haben, natürlich weiterhin einen sehr hohen Zustrom gehabt, wenn es nicht einfach so verdammt schwierig gewesen wäre, in vielen Staaten, auch in Afrika, zu reisen und dann nach Europa zu kommen. Also das ist Teil der Wahrheit. So, und was diesen Aktionsplan angeht, ja, da stehen viele Sachen drin, die man eigentlich schon mal gemacht hat. Das Entscheidende, warum die Kommission diesen Plan vorgelegt hat, ist, dass wir eben bei der Seenotrettung eine italienische Regierung haben, die sich da auf die Hinterbeine gestellt hat und ihren Verpflichtungen nicht nachkommen wollte. Und es ging darum, diese Regierung wieder einzufangen. So wie es im Moment aussieht, ist das auch gelungen. Der italienische Innenminister ist in Brüssel gewesen und hat jedenfalls dem, was in dem Aktionsplan steht und was auch alle anderen Minister betont haben, dass es nämlich eine Pflicht gibt für die Länder, bei denen diese Menschen zuerst ankommen, sie auch an Land zu lassen. Dem hat er zumindest nicht widersprochen. Und er hat auch einer weiteren wichtigen Maßnahme zugestimmt, dass jetzt NGOs mit der italienischen Regierung wieder an einem Tisch sitzen und fast täglich besprechen, was sie machen, wenn Schiffe in 2, 3, 4, 5 Tagen einlaufen. Und nun muss man hoffen, dass es gelingt, hier wieder zu einer Stabilität zu kommen. Denn an sich ist dieser sogenannte Solidaritätsmechanismus, den man für das Mittelmeer geschaffen hat, eine große Innovation. Früher hat man bei jedem einzelnen Schiff, wenn es da war, musste man gucken, wer übernimmt wen. Und jetzt gibt es eine Pauschalzusage von einem guten Dutzend Staaten für 8.000 Plätze. Und das sollte eigentlich die Verteilung der Last erleichtern. Das ist eine Form von freiwilliger Solidarität. Aber es ist auch klar, erstmal muss diese freiwillige Solidarität klappen, bevor wir über verpflichtende Solidarität sprechen können. Glauben Sie, dass sich so eine Situation dann nicht mehr wiederholen wird? Die Bilder haben wir, glaube ich, alle im Kopf, als die Ocean Viking in dem italienischen Hafen war und Italien sich ja zunächst geweigert hat. Wenn Sie das so hören, können Sie sich vorstellen, dass man so eine Situation künftig nicht mehr hat? Drei Dinge dazu. Erstens, ich glaube, wo wir alle übereinstimmen, ist, dass das Wichtigste ist, dass Menschen gar nicht erst Gefahr laufen zu ertrinken.
weil sie sich gar nicht erst in diese Gefahr bringen müssen, beziehungsweise nicht durch kriminelle Schlepperbanden in diese Gefahr gebracht werden. Und diese Schlepperbanden preisen ja die Seenotrettung, die nicht nur humanitär, sondern auch völkerrechtlich vorgeschrieben ist, ja ein. Das darf man einfach nicht vergessen, dass das Teil des Systems ist. Die Leute werden auf ihren Dinghys rausgeschickt. Da hat jemand ein Satellitentelefon. Und sobald sie in internationalen Gewässern sind, heißt es, ruft da an und ihr werdet gerettet. Und ich weiß, es sagt sich so leicht, man lässt die Leute da ertrinken. Aber wenn Sie sich mal mit italienischen Fischern unterhalten, auch mit der italienischen Küstenwache, die ohne dass da ein großes Aufhebens gemacht wird und die Tagesthemen und groß berichtet wird, fast tagtäglich damit zu tun haben, Menschen zu retten oder eben die Leichen von Ertrunkenen an Land zu bringen und sich mit der Identifizierung beschäftigen. Zweiter Punkt, Deutschland hat sich sehr, sehr lange hinter einem Dublin-Abkommen versteckt, von dem ich gar nicht begreife, warum das die betroffenen Mittelmeerstaaten überhaupt jemals unterschrieben haben, weil es natürlich dazu führt, dass sie, wenn man nach Dublin I geht, eigentlich die alleinige Last immer hätten tragen müssen, weil ja alle, Italien hat, glaube ich, 7600 Kilometer Küstengrenze, dass dort alle ankommen. Deutschland hat ein bisschen Ostsee, ein bisschen Nordsee, ansonsten Flughäfen und Binnengrenzen. Also wenn es allein danach ging, und das hat ja 2015, 2016 auch gezeigt, ist eine einfach große Ungerechtigkeit gewesen. Und wir haben immer gedacht, nee, wir zahlen ja und Europa regelt das und Lampedusa ist ein italienisches Problem, was es nicht war. Wenn wir jetzt darüber reden, dass es eben die solidarische Verteilung geben muss, ich stimme Ihnen ja völlig zu, dass das wünschenswert wäre. Ich sehe nur auch einen Viktor Orban, der sagt, ich nehme keine Muslime. Und bei der Frage treffen dann eben Wunsch und Wirklichkeit aufeinander, weswegen ich mir wünschen würde, dass die Politik sich mehr auf die Wirklichkeit konzentriert und nicht die falsche Erwartungshaltung bei der europäischen Bevölkerung schürt, dass ein solcher Verteilmechanismus gesamteuropäisch zu lösen ist. Ich glaube, es können Koalitionen von willigen Ländern geben, die einen Verteilmechanismus untereinander hinbekommen, wo man vielleicht auch mit Best Practices irgendwann andere Länder überzeugt. Ach, seht her, die Niederländer, die Deutschen, die Dänen bekommen das hin. Da schließen wir uns irgendwann an. Aber immer zu behaupten, wir arbeiten an einem Aktionsplan Gesamteuropa und dann mit dem Finger auf Ungarn oder auf Polen zu zeigen, bringt uns einfach nicht weiter. Wären Sie denn dann dafür, dass schon deutlich mehr wirklich passiert in den Herkunftsländern? Das ist ja auch immer eine Idee, wirklich schon da zu sagen, es muss vor Ort geklärt werden, wer hat denn überhaupt eine Chance auf Asyl? Es gehen ja jetzt einige Millionen aus dem Bundeshaushalt in einen Verein, der die private Seenotrettung unterstützt. Es wäre schön, wenn die deutschen Auslandsvertretungen und die Visastellen dort, die in Teilen völlig überlastet sind, auch größere Ausstattung erhielten. Und das betrifft nicht nur die Auslandsvertretungen. Ich glaube, es war in Ihrer Zeitung, gerade in der FAZ, ein längerer Bericht über Frankfurt, wo die Commerzbank, glaube ich, eine Klage gegen die Verwaltung erhoben hat, weil Commerzbank-Angestellte freigestellt werden müssen, weil sie seit 8 Monaten darauf warten, dass ihr Visum verlängert wird. In Frankfurt starben sich 15.000 unbearbeitete Anträge. Das hat zum einen mit dem Krieg zu tun und dem Zuwachs an Flüchtlingen aus der Ukraine. Das ist auch nicht nur ein hessisches Problem. In Baden-Württemberg, in anderen Bundesländern sitzt die Verwaltung völlig überlastet vor Anträgen von Menschen, die eine Aufenthaltserlaubnis verlängert bekommen möchten, die ihre Arbeitserlaubnis verlängert bekommen möchten, die nicht arbeiten können. Beispiel Commerzbank. Weil wir zu wenig Personal in den Verwaltungen haben, weil da eine Überforderung ist. Also es sind am Ende, wir können ganz lange über postkoloniale Debatten und die Frage, inwieweit sich der Geschichtsunterricht in Schulen mehr damit befassen müsste, inwieweit die Gesellschaft das überhaupt noch nicht registriert hat. Da ist vieles richtig, aber ganz praktisch liegen 15.000 unbearbeitete Anträge in Frankfurt und da sind Beamte, die nicht mehr wissen, wohin mit sich. Ganz praktisch reden wir in der Tat viel, ne, über Rückführung oder merken aber gleichzeitig auch, dass diese Rückführung eben in der Praxis nicht funktioniert. Ist das etwas, was man vielleicht sich ehrlicher eingestehen muss und tatsächlich dann den Sprung machen muss und sagen muss, wie bekommt man denn die Menschen integriert in den Arbeitsmarkt? Also ich glaube, das eine merzt das andere nicht aus. Man kann sehr wohl darüber sprechen, welche Verbrechen europäische Staaten gegenüber afrikanischen Regionen verübt haben und auch wie russischer Imperialismus funktioniert und gleichzeitig auch diese Anträge bearbeiten. Also das ist völliger Trugschluss für mich, dass das sich gegeneinander aufhebelt.
Und, hat Frau Koch das aber, meine ich, auch nicht gemeint, nein, sondern es ging einfach ganz praktisch darum, ne, dass die Kommunen natürlich einfach jetzt konkret vor der Situation stehen. Ja, was sind ebenbürtige Prioritäten? Weil das hat ja, wenn man sich mit der Geschichte auseinandersetzt, kann das ja materielle Konsequenzen haben. Wenn wir nachhaltiger darüber sprechen, was eigentlich passiert ist, können Menschen in Europa besser verstehen, warum es wichtiger ist, sich zu engagieren und warum man auch diese wirklich rassistische Wirtschaftsaußenpolitik stigmatisieren muss. Also das hat ja auch, Afrika ist ein Kontinent in unmittelbarer Nähe und es muss auch ein aktives Ziel sein, dass die Menschen dort in Würde und mit guten wirtschaftlichen Bedingungen leben können. Genau, ich würde nur ganz gerne bei der Frage einmal kurz bleiben. Ja. Was ist mit Integration in den Arbeitsmarkt? Warum? Es stellt auch hier auf Twitter uns eine Zuschauerin eine Frage. Warum gibt es denn so viele offene Stellen, die auch von Menschen ohne Ausbildung besetzt werden könnten? Und warum gelingt es nicht, da tatsächlich Menschen mehr in den Arbeitsmarkt zu integrieren? Ja, total viele Menschen. Also ich kenne unglaublich viele Leute, die aus afrikanischen Ländern hierher migrieren, immer wieder. Mein Vater betreibt so einen Afro-Shop und dann kommen die immer wieder an. Ganz oft kriegst du gar keine Arbeitserlaubnis. Deine akademischen Grade werden gar nicht anerkannt. Du wirst aus rassistischen Gründen nicht eingestellt, weil dir gar nicht zugetraut wird, dass du überhaupt jenes und dieses kannst oder weil dein Deutsch nicht so perfekt ist, dann bist du dafür nicht präsentierfähig. Also es hat mannigfaltige Gründe, dass wir in einem Land leben, wo wir, ich glaube, 400.000 Arbeitskräfte eigentlich fehlen und trotzdem ganz viele Menschen keine Jobs bekommen wegen dieser strukturellen Probleme. Und sehen wenn Sie man darüber spricht, ändert sich das. Also würden Sie wirklich sagen, es sind rassistische Gründe? Unter anderem. Es sind ja auch die Verwaltungsgründe, die Duldung zu bekommen. Genau, ich wollte noch mal darauf eingehen. Die Frage finde ich tatsächlich wichtig, gerne gleich den Punkt. Aber teilen Sie das so, wie Herr Ohanwe das gerade beschrieben hat? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es sind, wir wissen das auch, dass es gab ja auch diese Studien, die belegen, dass man sich erstmal, wenn man sich mit dem Kopftuch auf einen Job bewirbt, dann war es das für einen. Oder wenn man sich mit einem arabischen oder türkisch klingenden Namen auf einen Job bewirbt, dann war es das auch fast schon ein bisschen weniger als für die Frau mit dem Kopftuch. Aber ich wollte das noch ganz kurz sagen. Ich verstehe, was Sie meinen. Das ist natürlich alles wichtiger. Ich möchte über meinen Fall sprechen. Ich bin eine ganz normale Migrantin, die zum Studium nach Deutschland kam. 2005, vor 17 Jahren. Ich habe mich für europäische Ethnologie und Public History entschieden, was ich in der deutschen Botschaft in Kiew erfahren hatte damals. Es war ein zweistündiges extra Gespräch. Keiner konnte mir eine junge Frau, Ukrainerin, ja, wer weiß, was sie da machen will, ne? Glauben, dass ich europäische Ethnologie und Public History studieren möchte. Man hat mich in einem zweistündigen Gespräch drei bestimmte Fragen immer wieder gefragt und das sah wie ein Verhör aus. Also Entschuldigung, EU ist eine Festung. Muss ich auch sagen, mit Menschen mit ganz warmen Herzen, die hier leben. Aber EU ist eine Festung und wir müssen das ändern. Das muss spätestens jetzt ganz grundlegend geändert werden. Müssen wir das ändern, Herr Gutschka? Also ich glaube nicht, dass die EU eine Festung ist, denn sonst kämen nicht so viele Menschen zu uns. 4,8 Millionen Ukrainer, die den temporären Schutzstatus bekommen haben und alle arbeiten dürfen. Da gibt es viele Probleme, stimme ich zu. Und 280.000 Menschen, die über die üblichen Fluchtrouten zusätzlich noch gekommen sind. Wenn die EU eine Festung wäre, würde das nicht passieren. Ich lehne diese Rhetorik ab, weil ich auch den Schluss daraus ablehne, dass man sagt, wir müssen jetzt sozusagen alles öffnen. Nein, man muss eine vernünftige Politik machen. Vernünftig heißt, dass wir auch an unsere Interessen denken. Dazu gehört der Arbeitskräftebedarf, dazu gehört auch die legale Migration. Aber dazu gehört auch ganz klar, dass wir eben nicht aus all den Gründen, die Sie beschrieben haben, wir können jetzt sozusagen nicht unsere europäische Kolonialgeschichte in der Weise aufarbeiten, dass zum Beispiel Deutschland ganz Namibia aufnimmt, obwohl es dafür sicher historisch Gründe gäbe angesichts des Genozids, den wir dort angerichtet haben. Und alle europäischen Staaten haben da Blut an den Händen. Wir können auch nicht den Kongo bei uns aufnehmen. Man muss auch nicht ganz Namibia oder Kongo aufnehmen. Man kann einfach Reparationen bezahlen und den Leuten Geld geben für die Scheiße, die sie erlebt haben. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist das, was den Menschen zusteht. Absolut. Nee, die Reparationen geschehen nicht. Also Deutschland hat mit Namibia ja ein Abkommen geschlossen. Das ist so eine Entwicklungszusammenarbeit. Ganz kurz, Herr Ohanwe, weil die Reparationen sind wirklich nochmal ganz anderes. Ja, aber dieses Narrativ, ich kann nicht ganz Namibia aufnehmen. Was soll denn das bedeuten? Die Menschen wollen nur das. Man möchte
eine Wiedergutmachung für das, was einem passiert ist. Das ist ganz legitimes Anliegen. Und es ist kein Almosen und man kann nicht alle Leute aufnehmen. Gerne nochmal bei dem engen Thema bleiben, vor allem bei dem, was Frau Bienert gesagt hat, auf das Sie ja gerade geantwortet haben. Es ist ja auch immer die Schwierigkeit, dass wir natürlich sehr schnell sagen, die EU und uns allen natürlich klar ist, dass die EU auch sehr unterschiedlich unterwegs ist, was das Thema ja darüber hinaus noch schwierig macht. Und wir haben ja jetzt die Situation, dass beispielsweise Österreich, Ungarn und Serbien sich dann auch überlegt haben, dass man die EU-Außengrenzen massiv ausbauen müsste, aus den Gründen, die Sie ja eben auch schon geschildert hatten. Sehen Sie die Einheit in Europa tatsächlich gefährdet gerade durch die neue Krise, mit der sich Europa auseinandersetzen muss? Eigentlich nicht. Ich sehe, dass es Probleme gibt und ich sehe auch, dass wenn wir im Winter womöglich noch mal 5 Millionen Menschen werden aufnehmen müssen, aus absolut legitimen Gründen. Ich will das überhaupt nicht bezweifeln. Wir stehen in der Pflicht, ich stimme Ihnen auch bei Ihrer Analyse zu, auch aufgrund der Politik, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Aber wenn diese Menschen kommen, wird das natürlich alle Kommunen vor riesige Herausforderungen stellen. Das wird die Herausforderung ist nicht primär finanziell. Wir können uns das leisten. Die Herausforderung besteht wirklich da, Unterbringung zu organisieren, den Menschen dann eine würdige Bleibe zu stellen. Also ja, diese Form der Solidarität wird uns auch auf die Probe stellen. Aber bis jetzt haben die europäischen Staaten das wirklich hervorragend gemeistert. Also wir können viel Kritik im Einzelnen üben. Aber die Staaten, die noch 2015 vor den Europäischen Gerichtshof gezogen sind und geklagt haben, dass sie ein paar 10.000 Flüchtlinge aufnehmen sollten, die haben jetzt richtig viele Menschen aufgenommen. Das sind halt die Nachbarstaaten der Ukraine in Ostmitteleuropa. Sogar Ungarn hat, glaube ich, 54.000 Migranten, die bei ihm registriert sind. Ja, das sind jetzt Leute, die aus unserer Kultur kommen. Das sind Christen. Ich habe damit auch kein Problem. Viktor Orban könnte ja auch syrische Christen aufnehmen. Die gibt es auch. Und die flüchten aus sehr gut begründeten, oder die kommen aus Not nach Europa. Und auch die haben ein Anrecht auf Schutz. Es ist ja gerade das Thema, es ist ja gerade auch das Thema, dass Putin darauf spekulieren könnte. Und einige glauben das ja auch, dass so ein bisschen der Zustrom der Flüchtlinge auch sozusagen sein Interesse sein könnte, Europa zu spalten und auch die gemeinsame Politik an der Stelle schwieriger zu machen. Sehen Sie diese Gefahr, dass Europa sich spalten lassen könnte in dieser Frage? Ich denke, Europa, also ich sage mal die EU, ne? Die EU ist mittlerweile sehr, sehr viel klüger geworden. Man achtet schon auch auf Propagandanarrative, man achtet auch schon auf Fake News und auf Sonstiges. Und man hat auch eine sehr gute Analyse der Lage gemacht. Also meine Hoffnung ist, ich sage jetzt mit Hoffnung, ne? Das lasse ich mal halb voll, dass die EU sich nicht spalten lässt. Was ich noch ganz kurz zu Ihnen sagen wollte, also eine Festung hat erstmal Tore, ich bin ja auch reingekommen. Was ich meine, Migration ist eigentlich gesellschaftliche Normalität. Wenn Menschen mit Migrationshintergrund im Land leben, ist es für ein Land eigentlich gut. Also ich kann hier nur ein Beispiel, arabische Zahlen, die Zahlen, die wir alle benutzen, kommen mit Migrationswegen aus Indien nach Nordafrika und wurden von Fibonacci nach Europa gebracht, über Migration. Faktisch alles, was wir benutzen, hat mit Migration zu tun und die Migration ist eigentlich etwas Gutes. Ich bin Migrantin, wir bringen Bereicherung für das Land und wir wollen auch diese Bereicherung bringen. Es ist ja auch klar erkannt, dass Deutschland absolut angewiesen sein wird aus Zuzug. Ich glaube, 400.000 Menschen jedes Jahr sind absolut notwendig, damit überhaupt die Wirtschaft und die Arbeitsplätze so besetzt werden können. Jetzt ist ja viel diskutiert worden die Woche in Deutschland über Einwanderungsrecht, Staatsbürgerschaftsrecht. CDU-Chef Merz warnt in dem Zusammenhang oder hat gewarnt von einer Liberalisierung, sieht den Pull-Faktor, über den wir eingangs in der Sendung gesprochen haben, also einen Anreiz für Geflüchtete, sich auf den Weg nach Deutschland zu machen. Teilen Sie das? Ich musste gerade schmunzeln aufgrund der historischen Verweise auf die Vorteile und die Bereicherung durch Migration. Das ist
völlig unbestritten und absolut richtig. Wir sind hier in Köln. Ich glaube, wir wissen auch, dass nicht die Germanen das Kanalisierungssystem erfunden haben, sondern die Römer, die haben es hier gelassen. Die haben sich allerdings nicht damals an irgendwelchen Visastellen Verhören unterziehen müssen in Rom bei der deutschen Botschaft, sondern die sind einfach einmarschiert, genauso wie es einfach in früheren Jahrhunderten also Migration eben häufig auch durch Flucht, erzwungene Flucht oder einfach Invasion stattgefunden hat. Aber die Bereicherung durch eine Vermengung von Kulturen, von kulturellen Errungenschaften ist komplett unbestritten. Um jetzt auf die deutsche Innenpolitik zu kommen, ich bin sehr froh, dass die Union mittlerweile, nachdem sie ja lange so getan hat, als könne man Deutschland als Einwanderungsland über eine Vorsilbe regeln, indem man es einfach Zuwanderung nennt und dann hat man kein Thema mit der Einwanderung, weil man behauptet einfach, man sei kein Einwanderungsland, davon abgekommen ist. Ich glaube, die Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen hat gerade erst vor 3 Wochen etwas beschlossen, was dem, was der Bundestag jetzt am Freitag beschlossen hat, doch sehr nahe kommt. Das erklärt auch, weswegen einige Unionsabgeordnete sozusagen ihren Oppositionsjob nicht so ganz ernst genommen haben, weil vieles dessen, was die Ampelkoalition gerade vorgeschlagen hat, durchaus auch mittlerweile der herrschenden Meinung in der Union entspricht. Der große Unterschied, wenn immer von Kanada gesprochen wird oder den USA oder Australien oder Neuseeland, mal abgesehen von der geografischen Lage, ist, dass viele sich originär als Einwanderungsländer begreifende Staaten nicht das Sozialsystem haben, was wir haben. Und dass, wenn ich in die USA einreise oder ich nach Kanada einreise, mal abgesehen davon, dass Kanada für Fachkräfte, glaube ich, ein polizeiliches Führungszeugnis vom 18. Lebensjahr an aus allen Ländern, in denen man mehr als 6 Monate gelebt hat, verlangt, plus 11.000, 12.000 Dollar nachweist, dass man seinen Lebensunterhalt in den ersten Monaten selber bestreiten kann. Die natürlich auch den Vorteil haben, dass sie nur eine Landgrenze haben, die ist zu den USA und da ist auch schon schwierig reinzukommen. Und man nochmal, ich habe es anfangs angesprochen, als Politiker, als Exekutivverantwortlicher zunächst einmal den Menschen verpflichtet ist, die in diesem Land leben, den Wählern, den Bürgern. Und die gesellschaftliche Akzeptanz dessen, was teilweise Migration, wenn sie ungesteuert ist, Integration, wenn sie nicht gelingt, mit sich bringt, dass das Nachteile hat, mit denen dann die Politik am Ende und die Gesellschaft umgehen muss und man das nicht einfach außen vor lassen kann. Also mit anderen Worten, das deutsche Sozialsystem ein bisschen als Pull-Faktor, so wie es ausgestattet ist, könnten Sie damit verzeihen Sie, oder habe ich das falsch zusammengefasst? Ganz kurz, bevor, es wird immer von Einwanderung in die Sozialsysteme gesprochen. Ich finde das ganz fürchterlich als Bild im Kopf, weil ja niemand in Mali sich denkt, okay, ich schaue mir jetzt mal das Asylbewerberleistungsgesetz an, Paragraph 3 unter Verweis auf Sozialgesetzbuch 12 und das mache ich mal, sondern der große Pull-Faktor Europa ist, dass der Lebensstandard hier ein sehr viel höherer ist als anderswo und das ist im Übrigen ein Lebensstandard. Aber das wäre ja beispielsweise in Kanada auch. Also ein Lebensstandard, und das ist es in Kanada auch, der nur durch Einwanderung diese Höhe erreicht hat. Wir müssen jetzt nicht so tun, als ob nur die Deutschen Deutschland nach dem Krieg wieder allein aufgebaut hätten. Also es ist schon Einwanderung gewesen, nur dass die Einwanderer selber dachten teilweise, wir gehen wieder zurück und teilweise auf gepackten Koffern saßen. Also da ist ganz viel Unehrlichkeit, dass wir uns einfach viel zu lange vorgemacht haben, dass es erstens ungeregelt irgendwie funktioniert und zweitens, dass wir auch teilweise Einwanderung gar nicht brauchen, beziehungsweise Einwanderung, ich würde mir wünschen, dass das positiver belegt ist, als es jetzt ist. Das setzt aber voraus, dass es geregelt ist. Ganz kurz, bevor wir gleich zu den Zuschauern kommen, wie haben Sie auf die Diskussionen jetzt geblickt diese Woche? Also ich habe Probleme mit diesem Punktesystem in Kanada, weil letztendlich werden Menschen dann nach irgendwelchen Kriterien aussortiert, bewertet, wie nützlich bist du für unsere Gesellschaft. Und ich finde, das ist ein schwieriges Menschenbild, ehrlich gesagt, wofür das steht. Ich glaube, dass ich das auch komisch fände, wenn jetzt man das legitim findet, nach religiöser Orientierung dann zu sortieren und sagen, es ist in Ordnung, nur diese religiöse Gruppe bevorzugt einwandern zu lassen. Ich denke, dass das auch mit den Sozialsystemen, also wie gesagt, das haben Sie auch jetzt schon richtig erkannt, die Gründe sind letztendlich, wie schon anfangs gesagt, sind die Ursachen in den Herkunftsstaaten. Und ich glaube auch, dass man, wenn es darum geht, mehr Menschen dazu zu bewegen, dass sie
darauf Lust haben, dass Einwanderung positiv besetzt ist, dann macht es auch Sinn, gesamtheitlich über alles zu sprechen. Und so, dass man dann auch versteht, weil wir sind ja auch intelligente, empathische Menschen. Und oft fehlt uns einfach nur die Information. Wir haben ein so verkürztes Bild über die afrikanischen Menschen und den afrikanischen Kontinent. Es ist so selten, dass medial darüber gesprochen wird. Es gab noch nie eine Presseclub-Sendung, wo sich halt einfach mal eine Stunde lang nur über einen afrikanischen Staat auseinandergesetzt wurde. Und das sorgt dafür, dass die Leute gar keine Ahnung haben, wie die Menschen leben, wie sie, warum sie so sprechen, warum sie sich so verhalten. Und das ist eine Entmenschlichung und das ist wirklich ein großes Problem. Der Internationale Gerichtshof hat Uganda dazu verpflichtet, Reparationen an Kongo zu zahlen. Die zahlen Millionen jetzt an Kongo wegen Kriegsverbrechen, aber Belgien nicht, die viel reicher sind. Und das ist unfassbar. Das ist Hauptteil dieser Sendung, dass das ist, immer, dass wir nicht besprochen wird. Und das ist der Kern des Problems. Ich will einmal ganz kurz sagen, dass es auch, glaube ich, noch nie eine Presseclub-Sendung zur Schweiz oder zu Österreich gab. Das gehört vielleicht an der Stelle dazu. Aber die letzte Viertelstunde bei dieser Sendung gehört genau wie beim Presseclub auch ja immer den Zuschauenden. Und wir hören mal, was Marc Hebbel aus Ortenberg uns zu sagen hat. Ja, hallo in die Runde. Hallo. Es geht um die Frage der Abschiebung für die Personen, die kein Aufenthaltsrecht nach deutschem Recht hätten. Würde konsequenter abgeschoben werden, hätten wir ja auch viel mehr Aufnahmekapazitäten für diejenigen, die berechtigt wären. Also sprich auch für ukrainische Flüchtlinge. Die Kommunen sind an ihrem absoluten Limit, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Warum tut der deutsche Staat hier nicht durchsetzen, dass Nichtberechtigte schneller abgeschoben werden? Das ist die Frage. Danke, Herr Hebbel. Wer mag ihm antworten? Ja, es gehören immer zwei dazu zum Abschieben. Der Staat, der dann tatsächlich die Ausweisung vollzieht und der Staat, der seine eigenen Staatsangehörigen zurücknimmt. Und leider ist das Zweite der entscheidende Hemmschuh. Ja, also viele Menschen haben keine Identitätsdokumente mehr. Und allein über die Ermittlung der Identität hat man eine Möglichkeit in der Hand, ein solches Verfahren massiv zu verzögern. Zur Wahrheit gehört eben auch, dass für viele Staaten diese Form der irregulären Migration ein wichtiger Teil ihres Bruttoinlandsprodukts ist, weil die Menschen, die dann zu uns kommen, Geld zurücküberweisen in beträchtlicher Höhe. Und so ist das eben eine Politik auch des gezielten Wegsehens. Das steht dann einer vernünftigen Kooperation im Wege. In den letzten Jahren hat man immer gesagt, lasst uns doch zum wechselseitigen Vorteil zusammenarbeiten. In den letzten zwei Jahren hat die EU gesagt, nein, wir müssen auch Druck einsetzen. Also zum Beispiel Geld streichen für die Entwicklungshilfe, wenn Länder überhaupt nicht bereit sind, mit uns zu kooperieren. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist auch die Visumpolitik. Da gibt es Möglichkeiten, Anreize zu schaffen, also dann letztlich für legale Migration, aber eben auch die Einreise deutlich zu erschweren. Und wir gehen mal nach Augsburg zu Klaus Frank. Guten Morgen, ja, Herr Frank. Grüße Sie alle in die Runde. Ich muss dazu ganz kurz vorwegschicken, ich bin beruflich weltweit unterwegs gewesen und habe sehr viel gesehen. Und ich möchte gerne den ganz großen Ausrufezeichen rausholen. Erstens, das ganze Thema ist nicht heterogen zu betrachten. Wir sind es die Flüchtlinge, noch sind es die Länder und die Lösungen. Ganz wichtig erscheint mir Folgendes. Deutschland erzeugt im Ausland ein Schlaraffenland-Ideal. Und bewirkt, dass viele Leute dann erst recht sich auf den Weg machen, weil sie meinen, da geht es ihnen besser. Das ist die eine ganz, ganz, ganz große Geschichte, die ich immer wieder beobachtet habe. Das Zweite, was ich beobachtet habe, erst vorgestern in Zagreb am Bahnhof, es gibt eine große Gruppe Flüchtlinge, die Deutschland nicht als Zielland betrachten, sondern als Durchreiseland, speziell nach Großbritannien oder nach Frankreich. Die deutsche Bürokratie sieht das aber so nicht. Nun, daher gehend meine ganz große Frage, ist es nicht eminent wichtig, und das ist meines Erachtens eine globale Zukunftsfrage, den Bevölkerungswachstum der Länder in der dritten Welt speziell, aber eben auch unter dem Hinblick des Klimawandels einen Einhalt zu bieten durch Bildung, Bildung, Bildung und nochmal Bildung. Ich möchte das nicht auf Afrika reduzieren. Der Herr am Tisch möchte aber gerne eine Meinung dazu abgeben. Die Frage war, ob man sich dafür einsetzt, dass Afrikaner weniger Kinder bekommen? Der Konsequenz aus Bildung. Bildung und korrekter Information über die Zustände in anderen Ländern.
Ich glaube, dass Bildung ein sehr großer Faktor ist und ich glaube, wir können auch bei uns hier in Deutschland und in der EU anfangen und wir können uns mehr darüber bilden, was für wirklich ausbeuterische Politik hier nicht verändert wird und die dazu führt, dass die Menschen dort verarmt sind und dann auch weniger Zugang zu Bildung haben. Und dann, aber ich weiß nicht, ob da jetzt daraus zu schließen ist, dass weil manche Menschen nicht genug gebildet seien, ihrer Auffassung nach, dass sie dann weniger Kinder kriegen werden, wenn sie dann gebildeter sind. Aber ich glaube, dass man den Bevölkerungswachstum auf dem afrikanischen Kontinent nicht verändern kann, indem man afrikanische Länder mit Büchern zuspammt. Ich denke, man muss, wie ich das schon gesagt habe, einfach die Armut bekämpfen. Und dazu ist zum Beispiel, viele afrikanische Länder sind sehr unfreundlich für Wirtschaft. Also es ist wirklich, wenn du ein Business starten möchtest in Nigeria oder in Ghana, musst du 1000 Anträge stellen. Das heißt, man kann sich damit auseinandersetzen, wie die Leute wohlhabender sind und dann müssen sie auch nicht ihre Länder verlassen. Binat will auch noch ganz kurz was dazu sagen, aber kurz bitte, weil wir nämlich die Zuschauer hören wollen. Ja, nur ganz kurz. Ganz, ganz wichtig. Keiner verlässt eigenes Land gerne. Wirklich keiner. Es ist furchtbar. Es brechen Beziehungen weg. Die Sprache ändert sich. Es ist alles ganz anders. Es ist, ich denke, wenn ein Mensch eine Möglichkeit hat, ein gutes, würdiges Leben bei sich zu Hause zu haben, dann wird der Mensch nie, nie das Zuhause verlassen. Dann gucken wir mal Friedhelm Birgel in Dortmund. Guten Morgen, Herr Birgel. Ja, schönen guten Morgen und für alle einen schönen zweiten Advent. Meine Frage ist, warum ist die EU nicht in der Lage, sich selbst Mindeststandards zu setzen, was dieses Problem anbelangt? Und warum knebeln sie sich selbst, dass wenn jemand nicht mitspielen will, dass er nicht ausgeschlossen werden kann? Und ein Ausschlusskriterium, dass man ihm Geld kürzt. Das können Sie vergessen. Dann treffen Sie garantiert das einfache Volk, weil irgendwo die oben an der Quelle sitzen. Die haben und die kriegen. Ja, Frau Koch. Ich wollte gerade an unseren Brüsseler Experten weitergeben. Ich glaube, es ist einfach, und das wird unseren Zuschauern nicht befriedigen, aber es ist einfach kompliziert. Und in einem so einzigartigen Verbund, wie es die Europäische Union ist, kann nicht einer mit der Faust auf den Tisch schauen und sagen, okay, du wirst jetzt ausgeschlossen, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Es ist ein fast unendlicher, und Herr Gutschler kann es tatsächlich besser beurteilen als Brüssel-Korrespondent, Marathon an Verhandlungen, an Paketen, die wieder aufgeschnürt werden, an Deals, die einen geben, die anderen nehmen, dann müssen es beim nächsten Mal muss es wieder umgekehrt laufen. Und gerade weil alle Fragen, die sich mit Migration, mit Immigration und Integration befassen, hoch emotional sind, auf eigentlich allen Seiten, sowohl betroffenen Seite, politischer Seite, ist auch immer Gefahr läuft, missbraucht zu werden, um einige niedere Instinkte zu wecken, ist es ein Thema, was sich leider nicht einfach mit wir schließen dich jetzt aus, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, getan. Die Mehrheitsverhältnisse in der Europäischen Union, das noch als letzter Satz, geben das auch gar nicht mehr her. Denn wenn Sie sich jetzt, nehmen wir mal Staat X, der ausgeschlossen werden sollte, dann haben Sie bei der aktuellen Lage Staaten Y und Z, die sagen, nee, da sind wir aber dagegen, dass die ausgeschlossen werden, weil sie künftig vielleicht selber davon betroffen sind. Und man muss auch sagen, es ist rechtlich nicht möglich. Man kann keinen Staat ausschließen. Allenfalls könnten alle anderen Staaten austreten und eine eigene Union gründen. Aber das Beispiel Polen zeigt doch ganz gut, dass es sich lohnt, immer konstruktiv zu bleiben. Das war ein Land, das hat dagegen geklagt, dass es ein paar tausend Menschen aufnehmen sollte. Jetzt nimmt es 1,5 Millionen Ukrainer auf. Also das ist eine Erfolgsgeschichte und das gehört auch zur europäischen Wirklichkeit. Vielleicht ganz gut dazu passend auch etwas, was auf Twitter uns erreicht hat. Ich lese mal gerade vor. Es ist doch logisch, dass mehr Menschen aus der Ukraine fliehen werden. Es ist aber auch logisch, dass wir nicht alle nach unseren Kriterien aufnehmen können. Könnten wir die osteuropäischen Länder nicht mehr unterstützen, die vermutlich noch mehr Kapazitäten haben? Jetzt ist es das, was Herr Gutschka gerade gesagt hat, dass gerade Polen schon sehr viele Ukrainer aufgenommen haben. Aber müsste da aus Ihrer Sicht mehr passieren? Ja, und das habe ich bereits ganz kurz gesagt. Ich werde das nicht lange ausführen, aber mit einem Satz: mehr passieren kann, dass Deutschland Ukraine mit Waffen stärkt. Total unpopuläres Thema, beende ich sofort. Zweitens, was ich sagen wollte,
Ich möchte ein Zitat hier anführen, was ich neulich in Polen von also einem Akademiker gehört habe. Ich habe ihn gefragt, was denkt er, warum denn Polen so sich jetzt verhält? Und er sagte mir etwas, also aus meiner Sicht Schreckliches, aber ich verstehe das sofort. Er hat mir gesagt, weil wir wissen, wer im Zweifelsfall in unseren Köpfe schießen wird. Polen hat eine ähnliche Geschichte wie wir. Polnische Intellektuelle wurden ebenfalls von der sowjetischen Führung vernichtet, genauso wie ukrainische Dichter. Daher hilft auch Polen so sehr, weil Polen weiß, wenn jetzt die Ukraine fällt, ist jetzt Polen als nächstes dran. Daher, klar, müsste man osteuropäischen Staaten helfen. Noch besser wäre es, wenn man der Ukraine direkt hilft, damit das Ganze so schnell wie möglich aufhört. Und wir haben noch so einen langen Weg der Wiederaufbau vor uns. Und Reinhard Schneider aus Düsseldorf dazu. Ihre Frage. Ja, ein Gruß an die Runde. Also was mich, was für mich nachvollziehbar ist, dass 2015 Europa von der Flüchtlingswelle überrascht worden ist und dass es keine Pläne gab. Mittlerweile sind 7 Jahre vergangen und wenn ich Ihre Diskussion verfolge, sind wir immer noch am Anfang dessen, was man tun müsste. Es müssten fertige Pläne in der Schublade liegen, um diese Probleme, die jetzt anstehen, auch im Zusammenhang mit der Ukraine, die vielen Flüchtlinge, die aus der Ukraine zu uns kommen, bewältigen zu können. Ich sehe das nicht. Wenn Kennedy damals Anfang der 60er Jahre, als er das Mondprojekt, das Apollo-Projekt verkündet hat, nicht geplant hätte, sehr minutiös geplant hätte, wäre er 69 nicht auf dem Mond gelandet. Und ich sehe eigentlich das Schlimme eigentlich, was man den Flüchtlingen antun kann, dass es keine Pläne gibt, wie man dieses Problem lösen kann, auch keine alternativen Probleme. Und man spielt Putin praktisch auch in die Hand, wenn er die Ukrainer hierher treibt. Danke, Herr Schneider. Einige Punkte haben wir tangiert, den Migrationspakt, den Aktionsplan. Aber bei Herrn Schneider ist angekommen, es gibt keinen Plan. Was sagen Sie? Ich finde, dass es ganz gut gelaufen ist, um ehrlich zu sein. Also wir haben doch kaum etwas davon mitbekommen, als die ersten Hunderttausenden Menschen hier angekommen sind, weil die Kommunen es doch sehr schnell geschafft haben, Unterbringung zu schaffen. Es ist nicht überall gleich gut gelaufen, aber also wenn man in Brüssel lebt, da sind die Niederlande nicht weit. Die haben schreckliche Zustände in einem Aufnahmezentrum, dem einzigen, das sie überhaupt noch hatten in Ter Apel. Das liegt an der Nähe der deutschen Grenze. Solche Zustände hat es Gott sei Dank in Deutschland nicht gegeben. Also es gibt, man muss das Rad ja nicht jedes Mal neu erfinden. Ich glaube, wir haben etwas gelernt. Wo ich Ihnen auf jeden Fall recht gebe, ist, dass es große Rückstände bei der Digitalisierung gibt. Das scheint ja ein großes Problem zu sein, wenn Menschen erfasst werden. Dann ist das sehr unterschiedlich, wo man in Deutschland ankommt. Und das Wichtigste ist, dass man einheitliche Datensätze hat. Da ist Deutschland hinterher, erschreckenderweise muss man sagen, auch der Ukraine hinterher. Ja, also die ukrainischen Schüler, die hier waren, hatten Online-Unterricht vom ersten Tag an. Aber unsere Asylaufnahmestellen waren nicht in der Lage, elektronische Daten anzulegen. Nur ein Wort, ich sehe, dass wir fast am Ende sind. Außerdem fehlen total die Kinderärzte. Und das ist ein Problem, was Deutschland schon vorher hatte. Und da könnte man auch vielleicht aus der Geschichte der ambulanten Impfzentren lernen, dass man einfach Kinderärzte aus der Rente holt und so weiter. Weil wir haben jetzt seit 8 Monaten Familien hier, die bei keinem Kinderarzt waren. Und das ist sehr gefährlich für das Kindeswohl. Das ist definitiv ein ganz eigenes, sehr schweres Thema, was sich noch aufdrängt. Vielleicht noch aus Pfalz-Grafenweiler, Herr Bernhard. Guten Morgen. Hallo, an die Runde. Hallo. Meine Frage ist, bei jeder Flüchtlingswelle drängen die Flüchtlinge auf den Wohnungsmarkt. Die Mieten, die steigen und steigen. Wie soll die so weitergehen? Die Wohnungen sind ja zu knapp und die Mieten sind schon ums Dreifache gestiegen von 1990 an. Wie geht's weiter? Ja, danke für Ihre Frage. Das ist im Prinzip etwas, was, ne, wir haben zu wenig Kinderärzte, die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist angespannt und natürlich kommt vieles zusammen. Und das betrifft eben auch wieder die gesellschaftliche Akzeptanz.
Ich erinnere mich 2017 mal durchs Ruhrgebiet gereist zu sein, mit einigen Bürgermeistern gesprochen zu haben. Und einer der Bürgermeister sagte mir, dass er von einem Vater angesprochen wurde aus seiner Stadt, der ihm sagte, muss ich eigentlich erst über Aleppo gehen, um eine größere Wohnung zu bekommen? Und das ist ein fürchterlich zynischer Satz. Schrecklich, wenn man sich die Bilder von Aleppo mal vor Augen führt. Auf der anderen Seite kann man sich vielleicht auch vorstellen, welche Frustration in einem Menschen herrscht, um so einen Satz zu sagen. Ich glaube, im Koalitionsvertrag steht etwas von 400.000 Wohnungen, die jedes Jahr gebaut werden sollten. Ich habe davon leider sehr, sehr viel weniger gehört als in der letzten Woche zum Thema Einbürgerung, Aufenthaltsrechtsänderung etc. Und so wichtig das eine ist, so wichtig ist, wie Sie es völlig richtig ansprechen, das andere, die Migration, auch die wir ja brauchen, die Einwanderung, weil es Fachkräftemangel gibt, wird sich jetzt überwiegend nicht auf die ländlichen Räume in Mecklenburg-Vorpommern konzentrieren, sondern auf die Großstädte. Und da muss viel, viel mehr getan werden, als es bislang der Fall ist. Perfekt, vielen Dank. Wir sind leider am Ende unserer Sendung. Ich bedanke mich aber ganz herzlich bei Ihnen allen, dass Sie uns bereichert haben mit wirklich nochmal ganz unterschiedlichen Blickwinkeln auf ein Thema, von dem wir merken, dass es sehr viele Facetten hat. Vielen Dank Ihnen fürs Zusehen und noch einen schönen Sonntag.